hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobelt. Unser Thema heute, was Teppiche mit Gärtnern zu tun haben. Und zwar erzählt uns das Sabine Reber, die Gartenschriftstellerin aus Biel in der Schweiz. Holländer Sabine, sind ja bekannt dafür, dass sie auf Teppichen fliegen können. Was machen Gärtner? Na, ich habe hier sehr viel Unkraut. Also es hat wirklich dieses so Graszeug und Wicken und alles Wüste. Und ich habe mir diesen Frühling überlegt, ich war so viel auf den Knie am Erden, habe mir überlegt, ich hatte diesen alten Teppich, ich schneide den in Stücke und lege den auf die Wege. Und da haben erst mal alle gedacht, jetzt spinnt sie, oder? Also das macht sie auch ein bisschen. Ja, komisch ausgesehen, aber jetzt sind die so eingewachsen, die Teppiche. Und das ist wirklich super zum das Unkraut unterdrücken. Und es sind so alte Wollteppiche, die vermoden dann mit der Zeit, dann lege ich dann mal wieder neue drauf, aber das erspart mir sehr viel Arbeit. Und die eine oder andere Hirse haben wir gesehen, ja, die hat sich auch schon im Teppich. Schon durch, aber ja. Es wäre viel mehr, wenn der Teppich klar, nicht da wäre. Also es ist sowas Einfaches und ich tue ja nicht gern Sachen wegwerfen. Wenn ich irgendwas übrig habe, überlege ich immer, was könnte man damit noch machen. Und so ist der alte Teppich jetzt halt hier auf den Gartenwegen gelandet. Also wenn Sie irgendwo noch einen Teppich haben und auch einen Garten, jetzt haben Sie die ultimative Lösung, um zwei Probleme zu lösen. Das funktioniert auch gut, wenn man junge Bäume pflanzt, ein Stück Teppich drumherum legen. Also man kann auch Karton nehmen, genau, aber dass die Konkurrenz dann nicht so wächst. Ja, so einen dicken Teppich drumherum legen, also gut angießen, dann Teppich drauf, dann bleibt es auch feucht und das Unkraut kommt dann nicht so schnell und das schützt dann die jungen Bäume auch. Genau, falls man vor der Pflanze mal in die Knie gehen muss, liegt man auch weich. Genau, ja. Ja, das hilft sicher auch, vor die Knie gehen und ein bisschen gut zureden, das ist nie schlecht. Genau.